So, da heute die Sonne scheint, habe ich gedacht, ich mache mal wieder ein Update. Bei den Macadamia sieht man noch gar nichts. Da ist weder ein Riss drin noch sonst irgendwas. Dann war ja hier die Wunderbeere drin. Da die aber schon seit einer Ewigkeit so aussieht und gar nicht mehr wächst, glaube ich, wird die auch nichts mehr. Meine Mangostane, also dieser eine Kern, der gekeimt ist, wurde leider von Trauermückenlarven hingerichtet. Dann habe ich aber schon ein paar Sachen umtopfen können. Das waren ein paar Guaven und die Glückskastanie. So, dann habe ich neu dazu bekommen Himmelslotus. Sieht man, dass da schon was kommt. Hier ist der auch drin, da zeigt sich noch nichts. Dann habe ich Ananasguave bekommen. Die sind, glaube ich, auch alle gekeimt. Weiß nicht mehr, wie viel Samen ich reingetan hatte. Dann habe ich hier noch eine Guavenart. Die bekommt so große grüne Früchte. Die Samen habe ich aus den Philippinen bekommen. Dann habe ich aus Thailand Long Kong bekommen. Das ist so ähnlich wie Langsat oder Longan. Ist hier drüben auch nochmal drin. Dann sehen die beiden immer noch gleich aus, nur dass der hier in der Mitte schon einen Ansatz fürs nächste Blattpaar bekommt. Also das war jetzt Baccaurea angulata, die Borneo-Sternfrucht. Dann habe ich hier noch Pereskie bekommen. Da scheinen auch alle zu keimen, die ich eingepflanzt hatte. Was haben wir noch? Ja, hier noch Pomelo aus den Philippinen. Ich war jetzt eine Woche nicht da und die haben in der Zeit echt einen Schuss gemacht. Man sieht, dass da noch was nachkommt. So, dann im zweiten hat sich viel getan. Hier ist die Grevia asiatica, bei der noch zahlreiche gekeimt sind. Dann habe ich hier Sugar Apple aus Florida. Kommt auch noch was nach und nach. Ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch Sugar Apple ist oder was anderes. Jedenfalls sind da die Samen aus den Philippinen, die fangen jetzt auch an. Die Jabuticabas oder brasilianische Weintraube, die sind alle gekeimt und sind jetzt in der Zeit auch richtig gewachsen. Also ich warte jetzt noch auf diese kleinen hier und dann werde ich die auch umtopfen. Ja, also ein paar sind verloren gegangen durch irgendwelche Insekten oder sind halt einfach nicht gekeimt. Ich habe welche, die waren dann schon matschig. Kann sein, dass das durch den Transport schon irgendwie so war, dass sie in der Sonne lagen oder weiß der Geier was. Aber es gibt ja auch erfreuliche Nachrichten.